Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Bellride. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video und damit let's go. So, wir müssen ja noch einen anheuern, einen Gefolgsmann. So. Wie machen wir das jetzt am besten? Wir brauchen jemanden, der Sprechblasen über Kopf hat. Da drüben ist jemand. Und da müssen wir für den eine Aufgabe erlegen. Das Ultra mache ich jetzt mal hoch, weil vielleicht ändert sich überhaupt nichts. Okay. Tatsächlich ein spielinternes Problem. Ja. Dann spielen wir lieber auf Ultra. So. Kann ich dir bei etwas helfen? Ich habe eine kleine Aufgabe für dich, wenn du interessiert bist. Ich bin interessiert. Sag mir, was ich tun soll. Es ist ganz einfach. Versprochen. Ich versuche, ein kleines Denkmal für meine Eltern zu errichten, also brauche ich dich, um mir ein paar einfache Schnüre und Felle zu bringen. Steine kann ich selbst besorgen, das ist alles. Ich bin gleich wieder da mit allen. Okay, warte mal. Verfolgen wir mal die Quest. Einfache Schnur und Fell. Ich weiß halt nicht, wie ich eine einfache Schnur herstelle. Wir werden jetzt erstmal zurückgehen ins Lager und dann gucken wir mal. Können wir noch was erforschen? Weil jetzt natürlich wieder experimentell in der Nacht darüber zu gehen. Aber uns bleibt nichts anderes übrig. Habe ich noch was zu mümmeln? Kann ich das auch essen? Nee, das ist roh. Das kann ich nicht essen. Schade. Auch wieder beim besten Wetter gehen wir hier los. Ein kleiner Tipp von mir für das Game. Haltet auf jeden Fall mal Ausschau unten rechts an der Minimap. Ne? Also das Ding hier. Das da. Da seht ihr halt auch, ob da Gegner sind oder so. Ne? Wölfe oder was weiß ich nicht alles, was euch hier angreifen kann. Ich habe ja bis jetzt nur Wölfe gesehen, die einen angreifen. Aber die werden, soweit die in der Range von der Minimap sind, also in der Kartenrange da unten, werden die euch angezeigt als rote Punkte. Also immer schön drauf achten, was da unten rechts passiert. Einfache Schnur. Da muss ich bestimmt irgendwie eine neue Hütte bauen oder sowas. Irgendwas. Erstmal forschen, weil bauen können wir das, glaube ich, noch nicht. Oder wir gucken mal auf die Werkbank. Seht ihr das jetzt unten? Da zeigt er mir die Wölfe da drüben an. Unten rechts. Ich lege mich aber erstmal hin. Das geht mir tierisch auf den Sack, dass es hier dunkel ist. So. Nee, es ist bis jetzt nur die kleine Falle drin. Gut, dann müssen wir mal gucken, was können wir denn jetzt hier noch... Dafür brauchen wir einfache Schnur. Sammlerlage. Ernte Pflanzen in der Umgebung mit Hilfe von Arbeitskräften am besten in der Nähe üppigen Gebieten platzieren. Holzfällerlager könnten wir auch bauen. Stehende Fackel, Dorfhalle. Ich baue mal so ein Sammlerlager in der Hoffnung. Oder ich lasse es erforschen. In der Hoffnung, dass wir vielleicht damit irgendwie. Dass wir damit irgendwie Schnüre machen können. Wisst ihr, was ich meine? Auch auf jeden Fall Steine. Achso, warte mal. Wir können mal die Falle nochmal untersuchen. Die haben wir jetzt ja längere Zeit nicht mehr. Oh doch. Da war was drin. Prima. Geilomat. Na dann hauen wir da gleich nochmal einen Köder rein. Und wenn die Falle so lange hält. Also ich dachte eigentlich, dass sie verbraucht wird. Soweit die was gefangen hat. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Alter, diese Mikrohuckler gehen mir tierisch auf den Sack. Ich versuch's nochmal mit Einstellung hoch. In der Hoffnung, dass hier nicht mehr so viel ruckelt und ruckelt. Ruckelt und schuckelt. Muckelt und tuckelt. Zinnerz. Toll. Gibt sehr viele Pilze, aber ich suche Steine. Hallo, Steine. So, wie weit sind wir jetzt hier? Wir haben zwei Steine drin. Pilze können wir noch sammeln. Also jetzt geht's tatsächlich ein bisschen besser. Okay, also bleiben wir auf hoch und nicht auf Ultra. Also ich glaube nicht, dass meine 4070 Ti ein Problem damit hat. Mit diesem Spiel. Aber ich glaube, das Spiel hat ein Problem mit Performance einfach. Wir sind ja noch im Early Access. Da darf das noch sein. Ein bisschen schade, weil jetzt alles ein bisschen schlechter aussieht, aber
Das ist egal. Eine Beere brauchen wir auch noch. Okay, ich sammle noch ein paar Beeren. Bevor wir Winter haben und gar keine Beeren mehr sammeln können, das wäre schade. Ich habe eigentlich gedacht, dass die Falle dann irgendwie anders aussieht, aber da sind dann einfach nur Tierreste drin. Ein bisschen schade. Wisst ihr, was ich meine? Bei Mad Eagle, da ist die Falle dann zu. Okay, wir haben das Sammlerlager erforscht. Sammellager. Zack. Ich hacke gleich mal Holz. Frag mich, ob ich vielleicht Damage bekomme durch so einen Baum, wenn der auf mich drauf fällt. Sieht nicht so aus. Inventar. Achso. Inventar ist voll. Okay, ich habe noch zwei Baumstämme im Inventar. Aber schön, dass er jetzt das baut für mich. Das ist toll. So, Flachs können wir auch noch hinzufügen. Haben wir noch Flachs? Salbei. Ne, wir haben keinen Flachs mehr. Zeigt er mir jetzt an, in der Falle ist was drin? Oh ja, jetzt. Ah, okay, okay. Das ist schön. Hat er jetzt schon alles an Flachs hier geerntet? Das wäre ein bisschen doof. Da muss ich weiter weg. Immer schön auf die Minimap achten. Nicht, dass wir jetzt hier in Wolfsgebiet rennen. Was ist das Gelbe hier? Kann man nicht einsammeln. Toll. Ah, hier. Hier ist Flachs. Hier ist ganz viel Flachs. Sehr gut. Und Lehm. Aha, aha, aha. Brauche ich ein Grabungswerkzeug für? Ja, das sollte ein Flachs reichen, glaube ich. Okay, Holz brauchen wir auch noch. Wir schlagen wieder ein paar junge Bäume tot. Weiß nicht, warum er da jetzt stackt. Ich weiß, aber haben wir irgendwie da was ausgelöst bei ihm? So, 16 Holz sollte auch erstmal reichen. Ich weiß nicht, ich glaube, er steckt da fest. Ich werde ihn mal ganz kurz als Gefährter. Und dann wieder als Arbeiter. Jetzt bewegt er sich wieder. Forschungstisch können wir eigentlich auch schon weitermachen. Oha. Okay, okay. Schlammsammler und Schaufel. Webstuhl. Also hier kam einiges dazu. Wir versuchen es mal mit dem Webstuhl. Weil da brauchen wir nur Schilfrohr für. Und Schilfrohr haben wir hier. Mehr als genug. Und der Rest ist Flachs und Holz, ne? Aber wir brauchen ein bisschen mehr Holz. Sammellager hat keine Aufgabe in der Warteschlange. Okay, also Sammellager ist jetzt erstmal erstellt worden oder aufgebaut worden. Da gucken wir gleich mal. Vielleicht können wir ihn zum Sammeln schicken. Und, aber Forschungstisch müsste er ja auch machen. Ja, er kocht ja auch. Der macht ja schon viel, der Boy. So, und Sammellager gucken wir uns jetzt mal an. Was können wir hier tun? Erstmal, wir können hier nichts anklicken, doch da drüben. Sammellager verwalten. Okay, wir könnten jetzt theoretisch sagen, Pilze. Auffüllen, was heißt auffüllen? Ist das das Auffüllen? Wir brauchen immer 10. Oder... Oder was? Glaube schon. Wir beobachten das mal. Ich würde jetzt gern noch eine Lagertruhe bauen. Ich hätte ja gern so ein großes Lager irgendwie. Aber das wird bestimmt noch kommen. So, er erforscht. Was wir auch noch mal bauen können, ist eine neue Hütte. Weil wir haben ja immer noch die Quest, dass wir jemanden dazu holen. Und wenn wir jemanden dazu holen,
Nee, persönliche Hütte brauchen wir nicht, ne? Wir brauchen ein Wohnzelt. Wenn wir jemanden dazu holen, braucht er natürlich auch Platz zum Pennen. Wir brauchen noch zwei von den Blütendingern hier. Leins. Ne, warte mal. Haben wir keine mehr? Haben wir keinen Flachs mehr? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Flachs ist aber auch wirklich eine Ressource, die schnell weggeht. Und die brauchen wir eigentlich immer. Es macht schon Sinn, dass der Sammellager Flachs sammeln soll. Viel Flachs. Vorne sind Banditen. Mit denen möchte ich mich noch nicht anlegen. Wo ist denn der Wolf? Ach, da drüben. Oh, die fighten. Ich glaube, ich muss ihn ein bisschen unterstützen. Aber im tiefen Wasser ist natürlich dumm. Hier sind so viele Wölfe. Ach, die kommen nicht übers Wasser. Okay, dann haben wir sie, glaube ich, abgehängt. Einer wollte doch noch fighten. Oh, Wolfszahn haben wir bekommen. Schön. Was man auch immer damit machen kann. Mit einem Wolfszahn. Okay. Er hat die Lagertruhe errichtet. Jetzt forsch mal bitte an dem Dings da. Oder kann ich das selber machen irgendwie? Es ist halt alles ultra langsam, wenn man einfach nur einen Typen hat, ne? Stell euch vor, wir haben 5. Dann läuft das hier schon ein bisschen besser. Aber er sammelt tatsächlich auch Flachs ein. Ich dachte, dass das so ein bisschen aus der Luft geholt wird durch das Sammellager, aber er sammelt das tatsächlich auch ein. Das ist natürlich gefährlich, weil er könnte jetzt natürlich auf irgendwelche Viecher treffen oder so und er braucht natürlich auch ewig dafür. Okay, hier unten wird mir der Lagerbestand angezeigt. Okay. Und ich hoffe, dass das Auffüllen ist, dass er dann sagt, bei 10 mache ich was anderes. Machen wir nochmal die Falle ready. Wir müssen mal ganz kurz was machen. Und zwar Forschung. Da werden wir ihm mal eine 1 geben. Also wenn geforscht werden darf, oder ich geforscht, also wenn ich ein Forschungsprojekt habe, dann muss er im Prinzip das auch machen. Mit Priorität 1. Ja, und jetzt müsste er forschen. Sehr schön. Jetzt bauen wir mal das fancy Ding hier. Haben wir noch Holz? Haben wir nicht mehr. Wo geht denn unser ganzes Holz immer hin? Ich geh erstmal schlafen. Ist mir zu dunkel. Ein Tag bis zum Winter. Aha, okay, okay. Das wird dann auch noch interessant, ne? Was geht hier im Winter ab? Ich hoffe, dass dann auch im Winter so ein bisschen die Ressourcen nachspawnen. Ich denke mal nicht, dass Flachs irgendwie noch ein Ding sein wird im Winter. Aber sowas wie die Bäume hier, hoffe ich mal, dass das wieder nachspawnt. Was braucht der jetzt für Ressourcen? Steht jetzt nicht da. Warte mal, wo stand das hier? Webstuhl. Was brauche ich alles dafür? Stones und Schilfrohr. Okay. Oder nicht? Okay. Dann Schilfrohr. Material hinzufügen. Hä? Aber der besteht doch nur aus Holz, Schilfrohr und Rohstein. Ich bin gerade leicht überfragt. So, hier ist das Lager von dem, okay? Das ist so ein bisschen in dem Forschungstisch mit drin. Ah, okay, wir brauchen mehr Steine. Oh, wir haben wieder was in der Falle. Ja. Die Falle läuft aber auch. Also Stones sind manchmal auch gar nicht so gar nicht so häufig zu finden, ey. Man denkt dann hier immer, hier sind große Felsen, hier müssten ja auch Stones sein. Aber hier sind dann meistens so kleine Felsen, die man selbst mit der Spitzhacke abbauen muss und so.
Also kleine Steine sind gar nicht so häufig. Also eigentlich sind die Ressourcen alle ein bisschen. Ich dachte, wie gesagt, ich dachte eigentlich, dass der da so ein bisschen beim Sammeln das aus der Luft holt, wie bei Mad Eagle Dynasty, aber nö. Der verbraucht tatsächlich richtig Gegenstände. Also Assets, die auf der Welt rumstehen. Okay, krass, was man hier alles machen kann. Winterumhang, Reiseschuhe, krass. Achso, hier kann ich das auswählen, was er machen kann. Aber hier können wir auch einfache Schnur herstellen. Und das brauchen wir. Aus was stellen wir das denn her? Aus Flachs? Ah, ja, ja. Hier können wir auch nochmal kurz gucken, was haben wir denn alles jetzt? 8 Flachs haben wir und Pilze 6. Ja, verstehe. Aber wenn er das gemacht hat, dann lassen wir ihn ja erstmal hier tun. Er kann ja das Lager noch auffüllen mit den Sachen, die er sammeln soll. Und er kann die Hütte noch bauen für die neue, die wir jetzt gleich holen. Das ist super, wie er seinen Job macht hier. Okay. Wir haben jetzt alles und ich gehe mal schnell zu ihr. Weiß ihm mal drauf hin, dass er bei Bauen eine 4 hat. Ja, dass er die Hütte fertig baut, ne? Was macht die Kuh da oben? Muss das so? Die fliegt, die Kuh. So, wo ist sie? Da. Was die Gegenstände angeht, die du verlangt hast. Genau das Gesicht, das ich sehen wollte. Hast du die Materialien? Ja, hier. Vielen Dank, ich wollte das schon lange bauen. Bitte nimm das als Belohnung. Gern geschehen. Wenn du jemals was brauchst, lass es mich wissen. Okay, jetzt haben wir wieder Reputation bekommen. Aber ich dachte, dass wir sie vielleicht als Bewohner bekommen. Nö. Okay, schade. Aber wir haben Reputation bekommen. We are keeping the peace here in the name of Lord Ashbourne. So, dann nehmen wir mal die nächste Quest an. Das Leben eines Händlers ist nicht einfach, aber wenigstens habe ich keinen Bauer, der den ganzen Tag auf dem Feld schuftet. Wenigstens bin ich kein Bauer, der den ganzen Tag auf dem Feld schuftet. Was hast du heute auf Lager? Ja, zeig mal her. Kann ich dir bei irgendwas helfen? Möchtest du ein paar gute Münzen verdienen? Ich brauche jemanden mit handwerklichen Fähigkeiten. Immer, was brauchst du? Das wollte ich hören. Ich brauche 2 robuste Hemden für meinen Karawaner, um ihnen zumindest einen grundlegenden Schutz zu bieten, während sie nach Farnworth reisen. Die Lebensmittelvorräte des Dorfes sind im Moment knapp und ich könnte ein gutes Geschäft machen. Ich werde sie für dich holen. Bin bald zurück. Hier. Wie heuere ich denn jemanden an? Ich suche gute Leute, die mir helfen, diesen Ort zu überleben. Würdest du in Erwägung ziehen, mit mir zusammenzuarbeiten? Diese Lande sind meine Heimat. Wie kann ich wissen, dass du ihnen keinen Ärger bringst? Sie ist gut in Ernten. Benötigt das Vertrauenslevel Freund, nicht genügend Ansehen. Okay, ich kann einfach Leute anquatschen. Einfach random Leute, also irgendwelche Leute, die... Ach, das ist die, die ich eben schon angequatscht habe. So, vielleicht er hier? Dorf ist nicht befreit. Benötigt das Vertrauenslevel Bellwright, nicht genügend Ansehen. Okay. Schade, dass ich hier niemanden engagieren kann. Benötigt das Vertrauenslevel Freund, nicht genügend Ansehen. Aber wo?
Also ich muss anscheinend Quests machen, okay. Have you seen the Elder yet? You are in no position to make such an offer. Nicht genügend Ansehen. Aber wo ist denn dieses 188? Wo, 137 von 188? Wo ist das denn? Hier unten steht dann noch ein Mitarbeiter. Benachrichtigung, Kodex, Karte, Tagebuch, Armee, Technologiebomb, Gebäude, Inventar, Siedlung. Also es gibt aber auch Leute, die haben wesentlich weniger Anforderungen. Nicht genügend Ansehen. Ach hier, das hier. Das meinen die. Ach das. Diese komischen Runen da. Verstehe. Okay, dann muss ich wirklich Quests machen. Oder ich finde jemanden, der mit 137 okay ist. Nö. Nö. Also, die meisten sind in Reichweite 200. Huch, jetzt bin ich rausgetappt. Okay, na dann. Sorry, I'm busy. Go find the village elder. He should be able to help you. Oh, guck mal, den könnte ich mitnehmen. Was kann der? Nix. Er ist ein Faulpelz, Produktivität minus 50 und er ist ein Trottel. Puh, naja, dann nicht. Dann lieber nicht. Nee, dann mache ich lieber noch Quests und schlag mich ein bisschen alleine durch, bevor ich jetzt hier irgendeinen Typen nehme, der mir nachher nichts bringt. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß ja auch noch nicht, ob ich die nachher loswerden kann oder ob die bleiben oder wie auch immer, ne? Dann sammeln wir erstmal Ansehen. So. Jetzt weiß ich ja, was ich tun muss. Hoffe ich nur, dass wir da das Zeug für das Hemd auch alles hier finden. Nicht, dass irgendeine Ressource jetzt irgendwo am Arsch der Welt ist und wir kommen da gar nicht ran an die zwei Hemden. Aber ich glaube schon, dass wir alles aus Flachs herstellen können. Das glaube ich, dass so das Universalkraut, was man hier finden kann, was man für alles nimmt, ne? Für Seile, für Klamotten, alles Mögliche. Ja, wir müssen Baumstämme schneiden, weil das glaube ich das ist die Anfangsressource für das Häuschen hier. So, die Bücher und die Münzen habe ich jetzt einfach mal in mein persönliches Lager reingeworfen. Ich glaube, das macht Sinn. Warte mal. Webstuhl herstellen. Was denn hier? Auf dem Wohnzelt abgeschlossen. Sehr gut. Wo ist denn hier das Hemd? Robustes Hemd. Ach hier, guck mal. Müssen wir erst noch erforschen. Robustes Hemd. Wird hergestellt aus Riemen und einfacher Schnur. Oder nein. Das ist die Forschungsvoraussetzung, okay. Aber wie stelle ich den Riemen her? Ah, das ist schon wieder so ein Auftrag, der ist sehr umfangreich. Ich glaube, wir brauchen dafür erstmal, um Riemen herzustellen, erstmal so eine Lederverarbeitungs... So ein Lederverarbeitungsding. Forsch mal hier so einen Bogen. Bei dem Bogen, da können wir einfache Schnur, stellen wir 8 her. Und dann können wir den Bogen erforschen. Ich glaube, das bringt mir auch gerade ein bisschen mehr. Wenn wir jetzt kurz im Winter stehen, muss ich wahrscheinlich sehr viel jagen gehen. Ich würde gerne mal mit dem da drüben quatschen. Ich gehe da jetzt mal rüber. Zu unserem Nachbar.
Er ist Händler. Ah, okay, okay. Er verkauft uns Holz und einfache Schnur, verstehe. Ah, nee, das können wir verkaufen. Ah, wir können Riemen bei ihm kaufen. Seil, okay, okay. Diese Werkzeuge aus Eisen sind unerlässlich für die Herstellung und Forschung. Kann als Beute gefunden werden, von einem Werkzeugmacher hergestellt werden. Ah, okay. Also das... Das können wir nur kaufen. Wo sind denn unsere Münzen? Also ich habe das jetzt gekauft, aber wo sind unsere Münzen? Wo stehen denn unsere Münzen? Ach, hier oben. Ach, da. Da oben links. 93. Verstehe. Okay, also er ist Händler und hat uns Riemen verkauft. Schön. Also Riemen sind anscheinend irgendwas, was wir nur looten können. Oder zumindest jetzt noch nicht herstellen können. Irgendwas aus Eisen tatsächlich. Also vielleicht brauchen wir da sogar Eisen oder so für, um das herzustellen. Dann gucke ich mal ganz kurz nochmal. Robustes Hemd braucht 3 Riemen. Also Riemen scheinen was Wertvolles zu sein. So, ich würde aber mal schlafen. Vielleicht gucken wir... Wir gucken uns jetzt mal den Winter an. Also die Quest bringt uns nicht so viel. Okay. Also ich sollte wahrscheinlich eine andere Quest noch annehmen. So, wir haben den Bogen freischaltet. Ich suche mir gleich nochmal was an. Überfallgefahr erhöht 50%. What the fuck? Okay. Das haben wir jetzt mit Bogenerforschung. Die Überfallgefahr ist jetzt erhöht. Das ist nicht so gut. Nicht genügend Ressourcen. Was brauchen wir dafür? Holz, einfache Schnur und okay. Was können wir noch erforschen? Holzfällerlager. Ja. Da brauchen wir nur ein bisschen Holz und Baumstamm für. Holzi, Holzi, Holz. Man muss selbst beim Holzhacken so ein bisschen drauf achten, wie man seine Axt führt. Ich müsste meine Axt demnächst mal reparieren. Das können wir uns auch mal angucken, wie das aussieht. Aber erstmal erforschen wir die Holzfällerhütte. Können wir das nicht selber machen? Nee, wir müssen drauf warten, bis er wieder herkommt. Aber er kommt schon. Okay. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge Bellride. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da, ein Like unter das Video und vielleicht auch einen Kommentar. Das füttert den Algorithmus. Und ich wünsche euch ja, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.